Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Beyond auf dem Multiplayer-Server mit Varun Aimsi. So, wir haben jetzt was Neues vor. Und zwar wollen wir fliegen. Jetpack. Ja, wir nehmen... Was ist das? Wahrscheinlich das, wo wir... Rainbow Smoke. Ist ja egal. Wir wollen ein ganz normales Jetpack. Dafür müssen wir hier ein paar Schritte machen. Wir kommen bis zum Energetic Jetpack. Das Vibrant kriegen wir wahrscheinlich nicht hin, weil wir einfach nicht genug Vibrant-Alloy hinkriegen. Vibrant-Alloy braucht Enderperlen. Enderperlen haben wir nicht so viele. Musste ja schon das Pulsating Iron machen. So, wir brauchen das. Und ich glaube, wir brauchen auch Eisen. So, das habe ich nämlich schon ein bisschen vorbereitet. Beziehungsweise, ich habe mir da einfach ein bisschen was gemacht von. Brauchen wir Glas auch? Ich habe keine Ahnung. Kupfer brauchen wir. Das brauchen wir. Gold brauchen wir. Redstone bestimmt auch. So, dann gehen wir hier mal an den Tisch. Zuerst machen wir mal. Ne, die haben wir. Zuerst machen wir mal das hier. Ja, toll. Cobblestone und Sticks. Zum Glück haben wir noch einen Platz frei. So, und... Ja, ein Platz frei, aber eigentlich brauchen wir noch einen Platz, weil wir brauchen auch diese vier Leder. Da haben wir zum Glück genau vier. Das machen wir vielleicht am Anfang. Ja, zack, fertig. Dann... Das Obsidian-Zeug, das brauchen wir eigentlich gar nicht hier. So, machen wir mal ein bisschen Platz. Dann Basic Capacitor haben wir. Dann brauchen wir diese Dinger hier. Da brauchen wir nochmal Basic Capacitor. Dann brauchen wir das hier. Okay. Das haben wir nicht. So, Conduit Binder. Und das. Dann haben wir mal 8 Stück davon. Dann brauchen wir noch das. Brauchen wir schon ein bisschen mehr. Oder machen wir halt einfach mal 2. Schauen wir. Sehen wir ja dann. So, dann haben wir einen davon. Ja doch, wir brauchen natürlich noch mehr. Wir brauchen... Och nee. Wir brauchen sogar noch Sticks. Oh, Glück gehabt. Das mache ich auch mal da. Ja, ich mache es mal kurz da rein. So, Sticks haben wir. Was macht denn die Axt da? So, 2 Stück brauchen wir davon. Gut. Damit hätten wir das auch erledigt. Und dann müsste der hier eigentlich schon gehen. Conductive Iron Jetpack. So. Freut mich. Dann brauchen wir ein paar Gold Nuggets. Um uns... Moment, nächstes ist das Electrical Steel Jetpack. Um uns noch ein paar Capacitor zu bauen. Hallo? So, 9 Stück. Dann brauchen wir noch Machine Casing. Haben wir noch... Ne, sieht nicht so aus. Ich dachte, wir hätten noch Zäune. Ach, was macht denn das immer? Machen wir einfach mal einen Stack voll. Was soll's? Wir haben's ja. So. Das brauchen wir. Ja, machen wir auch einfach mal 9. Dann machen wir hier nochmal ein paar von denen. Gut. So, Capacitor haben wir, Electrical Steel haben wir, das hier brauchen wir jetzt. Okay, dann brauchen wir das. Oh, da brauchen wir sogar andere. Conductive Iron. So, dann haben wir einen davon. Brauchen aber noch einen. Kein Redstone mehr. Das geht ja mal gar nicht.
Da ist auch nichts mehr drin. Ey, jetzt haben wir so viele Ressourcen gefarmt und jetzt ist gleich schon wieder alles leer. So. Hä, was ist denn hier passiert, bitte? Glas machen wir mal weg. So, das hier brauchen wir noch mal. Gut. Dann nehmen wir dieses Teil und dann haben wir hier Electrical Steel Jetpack. Na, so, Tier 2. 40.000 RF. Jetzt machen wir gleich Energetic. Dann brauchen wir ein Double Layer. Cold Dust brauchen wir, aber wir brauchen auch hauptsächlich wieder von diesen anderen Dingern hier. Von diesen Basic Capacitor. Ach, das geht immer dahin, wo es nicht hin soll. So, 13 Stück sollten jetzt erstmal reichen. Dann brauchen wir noch Coal Dust oder Pulverized Coal. Das haben wir auch schon mal gehabt. Oha. An die habe ich gar nicht gedacht. Gut, passt. Das haben wir. Wie viel Double Layer brauchen wir denn? Wir brauchen hier normal. Moment. Wir brauchen ein Double Layer und zwei, vier, also fünf. Inventory ist. Ach so. Natürlich war ja auch was drin. So, fünf brauchen wir. Habe ich ausgerechnet. Dann machen wir das so. Jo, also. Das hier funktioniert nicht, weil wir die Pulsating Crystals noch nicht haben. Die müssen wir uns auch noch machen. Dafür brauchen wir. Ach, warte, ich hab's schon dabei. Ich hab's dabei. Ich brauche nur noch vier Diamanten. 1, 2, 3, 4. Gut. Dann brauchen wir Pulsating Iron. Das kommt dahin, außen rum. Und dann kommen die vier Dinger da rein. Und dann haben wir den hier. Naja. Geht richtig ab bei mir gerade. Das hier brauchen wir. Ne, das haben wir schon gemacht. Dann sind wir eigentlich schon hier? Nein. Hä? Hier sind wir. Genau. Eins, zwei. Zack. Energetic. Zack. Hallo? Ja. Komm. Nicht rumkacken. So, und. Jawoll. Energetic Jetpack Tier 3. 4 Millionen RF. So, und jetzt hoffe ich natürlich, dass es hier gleich mal geladen wird. Und es geht ab. So, das freut mich. Wir haben jetzt kurz mal ein Jetpack durchgepowert. Ich hoffe, es war nicht allzu schnell. Aber ja, das war jetzt mal ratzfatz hier was ordentliches produziert. Ja, nicht nur immer so Larifari, Pillepalle gemacht hier, sondern mal richtig produktiv an Technik gearbeitet, was ihr ja von mir nicht so oft kennt. Also nicht so oft ist relativ. So, ist schon voll. Jawohl. Ist ja nice. So, gut, dann ziehen wir das doch gleich mal an. Hier. Ja, schneiden wir uns das auf den Rücken. Gehen mal raus. Und schuhu. Natürlich musst du da ein bisschen aufpassen. Oder einfach immer über dem Wasser landen. Hä, warum ist jetzt der Hover-Mode angegangen? Auf jeden Fall sehr cool. Jo, jo, jo. Ein bisschen dunkel hier. So, ich weiß nicht, wie ich den Hover-Mode angemacht habe. Aber wir können fliegen und das finde ich viel geiler.
Müsste ich einfach nachgucken, wie man den Hover-Mode hier aktiviert. Aua. Was habe ich denn gedrückt? Welcome to, what? Spelling from Magic Tag Mod. Okay, will ich gar nicht. Hä? Du. Was jetzt? Der Ton ausgestiegen? Nö. Ton ist noch da. Eigentlich, aber das Chatpack, kein Chatpack-Ton mehr halt. So, wir können fliegen. Das finde ich sehr nice. Jetzt können wir nämlich mal schnell gucken, was die anderen machen. Wir müssen nicht immer so lang hin und her fahren mit dem Spötchen oder... Oh. Ja, Shadow TS hat ein bisschen Zuckerrohr platziert. Dieses Haus hier, das verstehe ich immer noch nicht so ganz. Und vor allem nicht, weshalb da, glaube ich, Lava. Ne, was ist das? Es fließt nach oben. Was soll ich böse sein? Nee, ich komme hier so wahrscheinlich, oder? Doch, ich komme sogar rein. Könnten wir jetzt ein paar Enderperlen klauen. Was ist das? Warum ist da so ein Holzstamm? Okay. Okay. Was macht diese Dinger da? Ich verstehe es nicht. Das ist Pyrophium oder so. Glaube ich. Ich will da nicht sterben, deshalb. Magma Slime Channel. Was macht der? Aha. Aber geht es jetzt? Aha. Aha. Interessante Sache hier. So, ja, das soll es auch schon von Shadow TS gewesen sein. Ich werde mir jetzt noch schnell mal... Ist das eine Baumfarm? Ah ja. Ich wollte mir jetzt noch kurz anschauen, wie ich die Bahnstrecke zu Chuck die Pflanze bauen könnte. Das wird nämlich in einer der nächsten Folgen passieren. Keine Ahnung, was ich da mache. Ich bin eigentlich am gucken. Falsche Richtung. Wie ich den Hover-Mode aktivieren kann. Beziehungsweise deaktivieren. So, weil Bahnhof. Geplant ist, dass der Bahnhof von hier an dieses freigeräumte Eck kommt. Ja, hier ran. Aber ich mach mal F7 aus. An dieses, dieses Rechteck soll unser Bahnhof rein. Ja, und dann müssen wir gucken, wie wir das managen, dass der hier, ja, auch zu den jeweiligen Leuten kommt. Ich bin eigentlich versucht zu überlegen, dass wir zumindest, oh, warte mal, ich möchte mal in die Richtung noch was gucken. Wir haben nämlich letzt noch einen Zuschauer aufgenommen, ja. Und zwar Fabi Mr. Creeper auf YouTube. Und hier heißt er, glaube ich, Fabi irgendwas.
Tut mir leid, dass ich es mir jetzt nicht merken konnte. Und er wollte eigentlich irgendwo im Sumpf bauen. Oder so. Ist natürlich die Frage, die Map ist riesig, ja. Da den jetzt zu finden, wird wahrscheinlich sehr schwer. Aber ich guck mal gerade so ein bisschen zumindest. Vielleicht gelingt es uns ja, da ist irgendwas. Da ist irgendwas. Er hat gemeint, er möchte futuristisch bauen. Jawohl, Fabi 1604. Irgendwie hatte ich jetzt einen kurzen Lag hier. Denn hier? Ja, wie gesagt, was ich von Anfang an interessant fand oder auch jetzt noch finde, ist nicht der Slime, der hier irgendwo rumhängt, dass jeder irgendwie anders an die Technik rangeht und anders baut. Ach, hier leckt es aber schon übel. Ah, gerade. Habt ihr es nicht gehört? So. Dong. Dann kommst du hier ran. Und ah, hier gibt es auch den normalen Concrete. Verdammt! Hä, warum habe ich den nicht gefunden gehabt? Ach doch, das war. Stimmt, den habe ich gefunden. Aber ich check's mal wieder. What? Concrete, white, concrete, light gray. Ja, ist ja egal. Mein Weg sieht ja auch schön aus. So, auf jeden Fall, ja, sieht schon interessant aus. Bin mal gespannt, wie er. Ah, okay, hat auch schon eine Dimensionswelt, wie man hier sehen kann. Da gibt es eine andere Dimension. Ich sehe keine Zombies. Auf jeden Fall, warte mal, dann machen wir hier. Genau hier in seinem Zentrum. Machen wir einen Waypoint hin. Fabi 1604. Safe. Ja, dann haben wir nämlich auf unserem Minimap. Haben wir alles drauf. Und er ist so die Verbindung zwischen mir und dem Spawn. Ja, also hier haben wir jemanden. Dann haben wir unten Shadow TS mit Icefire, glaube ich. Dann haben wir hier unten, hier oben Chuck die Pflanze und Karasu. Dann haben wir hier Nym. Irgendwie sind die Waypoints falsch. Ich weiß auch nicht warum. Eigentlich ist. Lass mal. Kurz edit. Close. Ne, warte mal, ich mach die weg und den auch weg. Close. Und dann machen wir hier Waypoint Myvir. Und hier Mephisto 2051. Safe. So, jetzt bin ich gerade mal im Überlegen. Mephisto, Mavia, Nym. Weil wir haben inzwischen 10 Spieler auf dem Server. Fabi, Shadow, TS, Icefire, glaube ich. Dann, jetzt hängt's. Nein, Cancel. Dann haben wir noch Chuck die Pflanze, Karasu und dann fehlt noch einer.
Ah, der ist noch nicht dabei, aber der wird, genau, das ist ein Bekannter von Chuck die Pflanze, beziehungsweise von Karasu. Der wird wahrscheinlich auch da oben mitbauen. Genau, und dann fehlen natürlich noch ich. Und das sind die zehn Leute, die im Moment auf dem Server zusammen zocken und auch relativ gut verteilt sind. Das ist cool. Hier ist ein bisschen, warum ist da kein Bäumchen? Da ist ja gar nichts. Ist ja interessant, eine schöne Lichtung. Genau. Also 10 Leute auf dem Server und im Moment auch alles recht harmonisch, passt alles. Wo stehe ich denn? Ah, okay. Aber wie gesagt, hier ist ein bisschen schlechte Performance. Waiting for Server. Ich glaube, jetzt fliege ich gleich raus. Dann wird die Folge sowieso beendet. Waiting for Server. Naja, ist ja auch egal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ja, ihr schaut gerne mal bei den anderen auch vorbei, die aufnehmen. Hauptsächlich Mephisto 2051, wo ich weiß, und Nym. Und ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.